Ich war fasziniert von dem Regent, weil ich habe gesehen, dieser Typ ist der Diktator. Und ich habe gedacht, ja, so funktioniert das. Das ist, ich bin in Kontrolle. Jetzt zum Beispiel heute 90 Musiker. Ne? Ich bin der Boss. Ne? Aber ich habe ganz schnell gelernt, als ich professionell angefangen habe, es funktioniert nicht so. Natürlich ist man in Kontrolle von alles. Ich muss alles checken. Ich habe zu tun mit Egos, Nummer eins. Weil Künstler, Musiker sehr oft haben Ego. Und meine Arbeit ist eigentlich hauptsächlich, eine Psychologe zu sein. Wirklich, weil man hat zu tun, 90 Leute zusammen zu koordinieren. Ja, warum machst du das so? Dann habe ich gesagt, ja, was meinst du? Und dann hat er mir gesagt, ja, willst du das nicht so probieren? Dann habe ich nachgedacht, ich habe gecheckt und ich habe gesagt, der hat recht. Da habe ich auch gelernt, mein Ego zu checken, weil früher habe ich ihm gesagt, das, ne? Ich spiele selbst in einem Orchester, ich weiß, welche Aufgaben ein Dirigent hat. Und ich denke, insbesondere als Bürgermeister ist ja eine der Hauptverantwortung des Bürgermeisters, Ausgleiche zu schaffen. Harmonie auch im Dorf, wo man Bürgermeister ist, ist eine gute Voraussetzung für ein gutes Leben auch im Dorf. Auch in Unternehmen gibt es viele verschiedene Egos, die gestreichelt, gepflegt werden wollen. Und da kann man auf jeden Fall was lernen und mitnehmen. Und ja, wie die es schaffen, in 3, 4, 5 Stunden langen Konzerten ohne zu reden so eingespielt zu sein, also das ist eine Herausforderung und da kann man auf jeden Fall noch was mitnehmen. Für mich ist es immer wieder faszinierend, wie bringt dieser eine Mann diese 90 Leute dazu, so eine wunderschöne Musik zu spielen, ja, ohne Fehler. Es ist ja nichts anderes im Unternehmen, ja. Das Gleichnis ist ja natürlich sehr oft wird es verwendet. Ich schaue mir jetzt das zu schauen, wer da eher der Diktator ist oder der ausgleichende Kooperative. Aber natürlich, um eine Gruppe von Menschen zusammenzubringen, braucht es immer ganz besondere Fähigkeiten. Ich versuche immer, die Leute zu motivieren, bis ein Punkt, und dann die verschiedenen Probleme im Orchester ganz schnell zu analysieren und das besser zu machen.